Ja, hallo Freunde, hier ist der Bam Bam und hier ist der nächste Gast-Replay auf meinem Channel. Und ihr habt es vielleicht schon gelesen in der Beschreibung. Es ist mal wieder der gute alte Gold-Digger, der mir ein weiteres Arti-Video um die Ohren klatschen wird. Oder euch, besser gesagt, euch. Ja, wir sind hier auf der Karte Bergpass in ein Tier-6-Gefecht geraten und er fährt die Bishop-Arti, die Tier 5 von den Briten. Die 6er hat er uns ja schon gezeigt. Die FV 304. Und er hat zu mir gesagt, ich konnte die Tage mit ihm ein paar Runden mal fahren. Er hat zu mir gesagt, wenn ich eine davon behalten werde, dann ist es die Bishop. Noch steilerer Schusswinkel. Also, das ist echt geil. Du triffst Leute, die denken, hier kann mich gar keiner treffen. Ja, wie gesagt, er hat noch die SFL 15 Kriegsgötter da unten. Dritthöchster Schaden, dritthöchste Erfahrung des Teams und dann, ja, 2000 Schadenspunkte sollte er machen. Dann hat er die Nebenbedingungen auch noch erfüllt. Oder nee, besser gesagt, das ist ja Hauptbedingung, 2000 Schadenspunkte. Nebenbedingung ist nur Überleben. Okay. War ich jetzt falsch? Ja, Tier 6 Gefecht habe ich schon gesagt. Ja, was noch zu sagen? Die Bewaffnung vielleicht. Aber können wir schon mal laufen lassen. Die Bewaffnung, was hat er hier? 114 mm Sprenggranaten. Na. Jetzt will er nicht mehr. Jetzt will er nicht mehr. Das ist der Vorführeffekt. Ja. Wirkungsbereich 2,22, Durchschlag 57 und Schaden 450. Ja, Tier 5 Gefechtzimmer hier. Und ja, ne, normales Standardgefecht. Und wir schauen uns da mal an, was der gute Golddigger in diesem Gefecht hier reißen wird. Ich mach's auch wieder so bei wie beim letzten Arti-Video von Firlefanz. Ich lasse die Szenen, in denen hier nur rumgegurkt wird und gemacht wird, einfach mal doppelt so schnell laufen. Ja. Wie schnell ist denn der auf der geraden Strecke? Auch irgendwas zwischen 17 und 25, 28 km/h. Naja. Okay, ist halt eine Arti, ne? Ist eine Arti. So, lassen wir mal nochmal laufen. Weil ich weiß nicht, wo er hier hinfahren will. Gehe nochmal in seine Sicht jetzt wieder. So, schön. Ach, da kommt er nicht hin. Das ist auch wieder ein Nachteil von den britischen Artis, glaube ich. Oder überhaupt. Naja, Tier 5. Ich weiß nicht, können Tier 5 Artis überhaupt von irgendeiner Nation über das ganze Feld schießen? Wenn man jetzt, ey, der wird da. Das ist natürlich schon ein strammer Schusswinkel, ne? 4H fährt weg. Oh, nehmen wir den T67 halt, ne? Jetzt fährt der auch weg. Oh. Das wäre doch ein klarer One-Shot wäre das gewesen hier. Oben in den offenen Turm rein. Ach, schießt er da nochmal blind hin, ja. Hätte ich vielleicht auch. Oh, der trifft auch. Der hat auch getroffen. Ja, das sind die Unterschiede, wenn du mit einer 50 Sekunden Tier 8 Arti schießen tust oder mit so einer kleinen 5er Arti, die schnell nachlädt. Da kannst du ruhig mal blind in die Walachei bollern. Das, ja, du hast ja schnell nochmal nachgeladen. So, hier sieht er jetzt nichts mehr. Doch, da kommt der 4H nochmal zurück. Und ein 4H weniger. Ne? Ein 4H weniger. So. Oh, das wäre doch hier noch geil, hä? Einfach zwischen die beiden schießen und beide mit einem Schuss. Ah, oh, schade. Der Schnellschuss ging gut 10 Meter daneben. Kennen wir ja. Das kennen wir ja. Also, so geht es mir auch immer. 3 zu 4, sie liegen hinten. Das war ein Treffer. Das war auf jeden Fall ein Treffer. So. Ah, schießt nochmal da blind hin. Tipp ich mal. Schade. So, ja, auf die kommst du nicht, ne? Ja, jetzt scheint er vorzufahren mit seiner Arti. Ja, einfach ohne mal zu gucken. Was ist denn das da? T34 und Skoda T24. Skoda. Jawoll, 420er Kelle. Da, Vorsicht jetzt, da kommt ein 6,5 führen sie jetzt. Da kommt ein Skoda T40. Das wird na, ey, das wird jetzt lustig. Also ich persönlich wäre jetzt hier weggefahren. Hätte nochmal die F7 gedrückt. Hier, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber da hinten, ja, kommt ein Cromwell von hinten, der hilft ihm anscheinend. Ja, schöner 174. 141 hatte dem. Leck mich am Arsch, prallt der Skoda an der Arti ab. Gut, der ging natürlich in die Hose. Der Cromwell hilft ihm. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und er lädt auch schnell nach. Das ist auch klasse.
Da kann er persönlich jetzt im Chromewell wieder helfen. Und jawoll, Splash. Splash Damage, weil der Schuss ging nicht genau ins Ziel. Das hat man gesehen. Das war Splash Damage. Das müsste dann insgesamt sein dritter Kill sein. Jetzt guckt euch an, wie der Richtwinkel von dieser Arti ist. Das ist doch der Hammer. Ja. Noch nicht mal Splash Damage habe ich hier gemacht. Entschuldigung. OI Experimental. Schön oben in den Helm rein. Das wäre natürlich jetzt auch. Ja, müsste aber trotzdem treffen. Dann geht der Schuss tatsächlich auch dann da vorbei. Ne? Ah, OI. Oh, ein herrliches Arti-Ziel. Ein herrliches Arti-Ziel. Und schöne 117. Schön dem OI vorne reingepfiffen. Können wir da näher rangehen? Nee, wir bleiben auf seiner Ansicht. Oh, gekettet, nochmal 100. Ah, ist doch klasse hier. Das ist doch, also das liebt doch der Arti-Spieler, oder? Das liebt er doch. Ja, OI. Ich glaube, jetzt ist die Party ist vorbei. Jawohl, der OI ist raus. Der Damage kriegt er wahrscheinlich noch hier, ne? Er hat den gekettet. Das macht Sinn. Und 1100 Damage hat er im Moment auf der Uhr. Plus natürlich den Schaden, den er mit seinen Blind Shots gesetzt hat. Da bin ich nochmal gespannt. So, zwei Gegner noch. Das eigene Team capped. Da oben haben wir einen Gegner. Wo ist denn der da oben? A4, das ist der Panzer 4S. Ah, also das geht jetzt beim besten Willen, mein Lieber. Also, wenn das jetzt auch noch gegangen wäre, dann fehlen dem Ding eigentlich nur Flügel, ne? Und jetzt seht ihr, guckt euch das. Ach, schade. Aber guck mal da hinten. Oh, da habe ich gerade noch was entdeckt. Ein dicker Max hinter dir. Aber seht ihr diesen lilanen kleinen Fleck hinten an seiner Artillerie, hinten an dem, ne, an diesem rechteckigen Kasten? Da ist wohl eben der Skoda abgeprallt. Da hinten. Pedeng. Okay, Gultiger, hinter dir. Ein dicker Max. Als hätte er es geahnt, ne? Da ist der dicke Max. Und während dem Drehen zoomt er sich ein. Er fährt, zoomt, oder. Ah, okay, wo ist der dicke Max? Wo ist er hin? Wo ist die Sau? Was? Run so drunk? Soll hier einer betrunken sein? Keine Ahnung. Okay, wo ist er? Wo ist er? Jetzt ist es nur noch der dicke Max. Es ist nur noch der dicke Max. Der Panzer 4 Schmalturm ist raus. Da kriegt er noch Hilfe. Skoda. Oh, da fällt ein Baum. Da fällt ein Baum. Wo, 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 wo. Dicke Max ist nicht ungefährlich. Oh je. Da ist der Panzer 25 raus. Meine Fresse jetzt. Hier im One-on-One gegen den dicken Max. Fies! Oh. Leute, das war knapp. Also er macht den dicken Max weg und der schießt auch noch und er überlebt hier mit 41 HP. Ja, okay. Also müssen wir mal nach Auswertung gucken, ob das jetzt wirklich gereicht hat für die 15er Prüfung, 15er Mission von den Artis. Ja, ne? Also Bishop Arti, Tier 5 von den Briten. Und ja, ich kann es selber nicht beurteilen. Ich habe beide Artis noch nicht wirklich richtig gespielt. Werde ich aber demnächst. Das kann ich euch verraten. Und ja, auf dem Tacho stehen hier 1500 Schaden. Also mit den Blind Shots könnte er vielleicht die 2000 sogar geschafft haben. Jetzt muss er nur noch Dritter im Team gewesen sein und auch der Drittbeste in der EP-Wertung. Und dann hat er die Mission geschafft. Ich würde sagen, schaut es euch selber an in der Auswertung. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hier ist der Bam Bam und hier ist nächste Let's Play oder Replay oder Gast Replay. Bis dahin. Tschüssikowski.